Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum wöchentlichen Video-Update von DAX Profits. Schauen wir uns doch den Markt gleich mal an. Der DAX ist seit einer Woche im Wesentlichen nur seitwärts unterwegs. Aber wenn man mal bedenkt, dass der Index seit dem tiefen Mitte März in nur 3 Wochen 10% zugelegt hat, ist eine Seitwärtskonsolidierung, die wir bisher sehen, Zeichen von Stärke. Also wir haben hier keine größeren Rücksetzer gesehen bisher. Der Markt lässt bislang auch keine größeren Rücksetzer zu. Ist ein gutes Zeichen. Es könnte problemlos bis knapp unter 7000 Punkte gehen, bis an diesen alten Abwärtstrend hier, ohne dass irgendwas für die Bullen gefährlich aussehen würde. Aber Sie sehen, der DAX bewegt sich in diesem intakten Aufwärtstrendkanal seit dem Tief aufwärts, ziemlich steil aufwärts. Eine Konsolidierung ist da ganz gut. Wie geht's nächste Woche weiter? Schauen wir uns den US-Transportindex mal an. Der läuft seitwärts leicht abwärts, auch seit etwa einer Woche, seit diesem neuen Jahreshoch. Das ganze Muster ist korrektiv. Das heißt, wir dürften entweder heute oder zu Beginn nächster Woche einen Ausbruch nach oben sehen und dann neue Hochs. Und da geht natürlich der DAX mit. Was noch wesentlich interessanter ist und was man hier gar nicht so mitbekommt, sind die Emerging Markets, speziell China. Und da sehen wir ein sehr großes Konsolidierungsmuster über 1, 2, 3, 4, 5 Monate lang und jetzt ein Ausbruch nach oben. Hier ist erhebliches Aufwärtspotenzial zu erwarten und wenn der chinesische Markt, die Emerging Markets generell nach oben ausbrechen, dann werden die Westbörsen nicht hinterherhinken. Dann gehen die Westbörsen mit. Hier erwarte ich wenigstens 20% Aufwärtspotenzial. Ähnliches gilt für den DAX. Vielleicht nicht ganz so viel, aber auch ein ordentliches Aufwärtspotenzial und das nicht nur in ein paar Tagen oder Wochen, sondern über Monate hinweg. Sie sehen, wenn es zu solchen Ausbrüchen kommt wie hier, dann sind die Anstiege ziemlich gewaltig und das läuft über mehrere Monate, bevor es wieder in die nächste Konsolidierung geht. Jetzt schauen wir uns noch schnell ein paar Einzelaktien an. Manz hatte ich Ihnen letzte Woche vorgestellt. Der Trade sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Also die Aktie hat sich tatsächlich oberhalb von 49 Euro, oberhalb des Ausbruchsniveaus stabilisiert. Startet jetzt den nächsten Angriff auf ein neues Hoch oberhalb von 51 Euro. Das ist notwendig, um diesen Ausbruch endgültig zu bestätigen. Wenn die 51 Euro rausgenommen ist, dürfte es sehr schnell in Richtung 58 Euro gehen und dann sehen wir Kurse in den nächsten Monaten irgendwo zwischen 70 und 100 Euro. Das wird volatil, aber es wird sehr, sehr profitabel werden. Neuen Trade, den ich Ihnen vorstellen möchte, wo Sie in den nächsten Tagen eine Empfehlung bekommen, ist Hamburger Hafen. Wir hatten die Aktie im Depot im Herbst bis vor ein paar Wochen. Dann habe ich Gewinne mitgenommen und jetzt ist die Aktie kurz davor, wieder ins Depot zurückzukehren. Wir haben hier ein wunderschönes bullisches Muster, eine bullische Konsolidierung über 3 Monate gesehen. Die Aktie befindet sich jetzt bei 31,70 Euro. Ich denke, sie wird noch bis 31 Euro zurücksetzen. Bis zur 200-Tage-Linie, bis zu dieser langfristigen Aufwärtstrendlinie. Und dort werden wir sie uns Anfang nächster Woche wieder ins Depot legen. Ich rechne dann kurz danach mit einem Ausbruch über 33 Euro und dann geht es in Richtung 40, 45 Euro. Sie sehen, das ganze Muster ist ein großes Dreieck. Und dieses Dreieck hat ein Mindestkursziel von 45 Euro. Sobald diese mehrmonatige Konsolidierung hier abgeschlossen wurde und die 200-Tage-Linie ist so ein klassisches Unterstützungsniveau, von wo aus solche Konsolidierungen dann beendet werden und mit neuen Ausbrüchen wird dann ein Angriff auf neue Jahreshochs, auf neue Erholungshochs gestartet. Das wird unser nächster Long Trade. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Also es sieht nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche sehr gut aus an den Märkten.
Die Emerging Markets als klassische Vorläufer der Westbörsen haben bereits vor 1 bis 2 Wochen sehr große bullische Ausbrüche gestartet, die eine Signaldauer von mehreren Monaten haben. Im DAX dürften Ihnen gute Zeiten bevorstehen. Also ich rechne hier nicht mit einer Trendwende oder mit einer größeren Korrektur, sondern das wird überraschend für viele Analysten ein sehr starker Markt werden in den nächsten Wochen, Monaten. Vielleicht auch beflügelt durch die aktuelle Quartalszahlensaison, die demnächst beginnt. Wir werden sehen. Auf alle Fälle sieht es alles sehr gut aus. Und mit diesen Worten möchte ich mich von Ihnen ins Wochenende verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.